Hallo zusammen, ich bin die Luisa und bei Tennispoint im Social Media Team. Und die einen oder anderen haben mich eventuell schon mal gesehen auf dem Instagram oder Facebook Channel, denn ich bin auch eine leidenschaftliche Tennisspielerin, wie die meisten da draußen von euch auch. Und ich kann es kaum erwarten, dass es wieder losgeht. Also habe ich gedacht, nehme ich euch mit, wie ich meine Tasche packe und zeige euch, was man alles nicht vergessen darf. Dann starten wir einfach mal mit dem Wichtigsten, dem Schläger. Ich habe hier einmal den Wilson Blade V7 98. Meiner Meinung nach ein super Mix aus Kontrolle und Power. Mein Favorit, der darf nicht fehlen. Davon habe ich eigentlich immer 3 Stück dabei, damit nichts schief gehen kann. Zudem habe ich hier einmal den Wilson Blade selbst designt. Wenn ihr daran Interesse habt, dann schaut einfach mal bei unserem Gutschein-App vorbei, weil da gibt es die Customization obendrauf und sonst dazu. So, das ist einmal dieses Fach. Dann als nächstes, was ich euch raten kann, ist immer eine Seite dabei zu haben, falls mal was reißt, falls man mal schnell beseiten muss, wie auch immer. Hier habe ich die Alupower Soft Luxilon, mein Favorit momentan, da die sehr langlebig ist und meiner Meinung nach super zum Blade passt. Die kommt hier mit rein. Dann kommen wir zu den Schuhen. Hier habe ich die Vapor, spiele ich schon seit vielen Jahren, bin ich sehr zufrieden mit. Die passen hier super rein. Dann geht es weiter zum nächsten Fach. Hier vorne packe ich immer meinen Hoodie rein, falls es kalt wird oder nach dem Training, sehr wichtig, damit man nicht auskühlt, packe ich den immer mit hier vorne rein. Zudem kommen dann immer die Bälle, die nicht fehlen dürfen. Ich habe hier die WTV Tour Bälle, die sind unsere Turnierbälle und damit trainiere ich momentan. Wir haben natürlich alle anderen Bälle auch in unserem Shop, also schaut da mal vorbei. Dann geht es weiter. Im Sommer dürfen Overgrips natürlich am wenigsten fehlen, weil im Sommer wird schnell dreckig das Griffband durch die Asche und dadurch verliert es an Griffigkeit und demnach dürfen die nicht fehlen. Die kommen hier vorne rein. Die Ersatzdämpfer dürfen natürlich auch in keiner Tasche fehlen. Zumindest bei mir nicht, weil die verliere ich immer sehr gerne. Die kommen hier vorne rein. Ich habe auch immer gerne Snacks dabei. Hier habe ich einmal Datteln. Die sind perfekt für zwischendurch. Wer Interesse hat, kann da auch gerne bei meinem Kollegen Stefan vorbeischauen. Der hat das alles genau erklärt, wer es perfekt ist, zwischendurch zu essen, während des Matches, nach dem Match. Könnt ihr gerne nachschauen. Zudem passt dann auch immer das richtige Getränk. Ich habe hier Granulatpulver von Otto Mohl, damit die Leistung aufrechterhalten wird während des Matches. Dann darf natürlich das Trinken nicht fehlen. Ich habe hier immer eine Flasche Wasser mit, die fülle ich immer nach, damit der Plastikverbrauch nicht zu hoch wird. Die tue ich vorne rein. Dazu kommt dann auch immer noch ein Handtuch. Hier habe ich unser Tennisfreund-Handtuch natürlich. Ja, super Farbe für den Sommer. Darf nicht fehlen. Zum Aufwärmen darf in keiner Tennistasche fehlen ein Seilchen. Ist eigentlich eine super Methode und geht eigentlich recht schnell und kommt hier auch mit vorne rein. Ja, das ist eigentlich auch schon alles. Dann wird das zugemacht, passt perfekt, alles rein und dann geht's los. So, wie ihr seht, habe ich mich umgezogen, denn für mich geht's jetzt zurück auf den Platz. Bei uns darf man spielen. Meine Tasche ist ready, die nehme ich mit. Wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, dann schreibt es mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Ich teste immer gerne neue Sachen aus, also lasst es mich wissen. Wenn ihr Interesse habt an irgendwas, was hier drin ist, die meisten Sachen haben wir eigentlich in dem Shop bei uns, dann schaut da auf jeden Fall gerne vorbei und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf dem Platz. Tschüss! Advantage You.